Aber am Ende werden wir auf dem Platz genommen. Hi, können wir einmal ein Foto machen? Yo, 10. Spieltag bei der Baller League. Ja, wo Holzi ist, weiß ich auch nicht. Heute heißt es Mission, ein Tor schießen. Wir haben jetzt seit 2 Spielen kein Tor mehr geschossen. Und wir spielen gegen Eintracht Spandau. Es kann nur besser werden. Block war gut, oder? Block war gut. Und, Ergebnis war nicht so gut. Ja, für euch ja. Aber du meinst ja so... So Aufgaben und so, ist geil, ne? Hast uns ja auch die eine oder andere Aufgabe gegeben, ne? Ja. Weißt du, was das hier ist? Reverse? Eine UNO-Reverse-Karte. Denn wir geben dir heute mal eine schöne Aufgabe. Ich hab keine Angst, glaube ich. Du hast keine Angst? Ich glaube, ich hab keine Angst. Du meinst so, mit Frauen ist lustig, ne? Mit Frauen. Ja. Ne? Deine Liebe Aufgabe Frauen? Ist... Ja, okay, ich auch. du musst im VIP... Ich komm da gar nicht rein. Ich will. Habibi. Okay. Im VIP machst du 3 Selfies mit Frauen. Easy. Geil, gut. Bei dem Gesicht wollte ich ja sowieso mitmachen. Ehrenmann. Ich verteile hier Aufgaben. Fast vergessen, ich habe ja auch noch eine. Ich muss noch 10 Sekunden jemandem die Hand shaken. Warte mal. Der Schiller, Mensch. Was geht denn? 1, 2, 3. Nein, Spaß. Ich muss es schon bei dem Fremden machen. Alles gut? Ja. Wo ist denn der Witz? Holzi? Komm, komm, komm. Nicht, dass ich da was kaputt mache. Alles gut. Aber, hast du Wildcard? Oh, Wildcard! Spandau! Hey, ihr müsst den spielen lassen. Für dich aber, für uns. Ja. Ah. Wir haben den extra mitgemacht, ihr müsst den spielen lassen im Tor. Ja, machen wir. Kein Problem. Okay. Hast du schon dabei? Ja. Perfekt. Ey, aber wirklich, wir hatten ja eigentlich diesen Deal, ne, mit gegeneinander spielen. Ganz krank geworden über Nacht. Ich verletzt und Holzi, vielleicht siehst du es nicht. Holzi ist nicht da. Der hat einfach Angst bekommen. Der ist einfach gar nicht gekommen. Sag ich doch. Ich wusste vorher, dass er nicht kommt. Der hat ja gesagt, ich habe gesagt, ich bin krank. Und dann hat er ganz tief Luft geholt und gesagt, ein Glück. Unsere Kabine looking good, looking fresh. Ich weiß gar nicht, wie unsere Wildcards heute sind. Ich glaube, das Ding kommt zurück. Aber heute wirklich wegen seinem guten Aussehen. Wir sind ja heute mit Louis hier, ne? Und neben uns steht Jule Brandt. Leute. Wir wissen alle, Louis ist großer Fan von ihr. Er kriegt gleich die Aufgabe, er muss zu ihr gehen, nach einem Foto fragen. Was er nicht weiß, ist, dass wir vorher mit ihr gesprochen haben und sie Nein sagen wird. Unsympathisch. Natürlich würde sie das niemals machen. Sie macht ja mit jedem Foto, ne? Der nett fragt, aber nicht mit Louis. Mr. Louis, wir haben dich hier heute mitgenommen in diesen VIP-Bereich. Das ist natürlich nicht umsonst. Nicht umsonst. Jeder muss hier seine Aufgaben und Challenges erfüllen. Wer war nochmal so deine Lieblingsfußballerin? Lieblingsfußballerin? Boah, ich mag viele Frauenfußballerinnen. Ne? Also ja, viele gute, viele schlechte. Jule Brandt. Jule Brandt. Das wissen wir natürlich und deswegen hast du heute die Aufgabe, ganz easy, Jule Brandt nach einem Foto fragen. Mach ich. Krieg ich hin. Ehrenmann. Ich gehe auf Mission. Ja, mit Kreisliga, geil. Was willst du denn? Ja, deine Hand ist wieder, oder wie? Meine Hand ist wieder ganz. Weil du sie so lange... Ach so, nee, ich halte gerne deine Hand. Was wolltest du zum Block sagen? Gefällt mir. Danke, danke. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse sie mal so nebenbei laufen und dann finde ich es unterhaltsam. So muss das. Danke dir. Ey, das waren 10 Sekunden. Das waren keine 10 Sekunden und das war so unangenehm. Der hat das direkt gecheckt, Alter. Willst du nochmal machen, oder was? Ey, ganz ehrlich, wir brauchen einmal den VAR. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich muss nochmal. Also, VAR zeigt, es waren keine 10 Sekunden. Du musst nochmal, es war keine 10 Sekunden. Ja, gut. Ey, Mission failed, Alter. Egal, Mr. Louis wird seine Aufgabe erfüllen. Wir sind zu früh gegangen. Richtig. Wir sind einfach zu früh da gewesen. Müssen diese Hand wieder waschen? Nein. Ich hätte Mats eigentlich mal fragen sollen, ob die Schuhe heute okay sind. Nächstes Mal. Hier im Aufwärmraum ist auch Jule Brandt und natürlich unser Louis. Und es wird jetzt Zeit. Hi, schön. Können wir einmal ein Foto machen? Komm gerne, okay. Okay, alles gut. Alles gut. Möchte nicht. Einfach Kochkassett, die möchte nicht. Möchte nicht. Du willst kein Foto machen. Alter, das geht ja mal gar nicht. Ey, Louis, komm her, Alter. Scheiße, mir ist das unangenehm, Digga. Ich will gar nicht.
Boah, mein Herz ist so am Klopfen, das war das. Und auf der Fahrt hierhin haben wir noch gesagt, boah, wenn ich Korb kassiert, die so, ja, niemals. Nein, wir können nichts machen. Ja, ich muss die Challenge dann noch machen. Ich muss die Challenge dann noch machen. Ja, ja. Oh, mir so warm. Hey, wirklich, ich hab so geguckt und da ich hab mich hinter Moritz versteckt. Die unangenehmste Aufgabe aller Zeiten. Ja, Mann, ist der Herz ja pumpen. Ja, ich hab gerade das Schlimmste passiert, kann es natürlich nicht sagen. Da passiert ein guter Sterne. Eine Ewigkeit später. Hey, Louis hat jetzt erst verstanden, dass es unser Prank war. Ja, hab ich die vorher nicht rausgehört. Alter, boah, wirklich. Boah, okay, ja, fühlt sich jetzt umso besser. Ey, wir hätten gar nicht auflösen müssen eigentlich. Die Gemüter haben sich beruhigt nach dieser Situation. Wir müssen uns aufs Spiel fokussieren, konzentrieren. Wir gehen ab in die Kabine. Die Jungs sind da. Oh, ja, ja, ja. Den schönsten Mann der Portland League. Was geht ab? Wir haben ja so einen hübschen Spieler bei uns. Der hat Holz hier letzte Mal die Aufgabe gegeben, Max Kruse den hier zu zeigen. Ist eine harte Nummer, ne? Deswegen haben wir den hier wieder am Start. Das Ding einmal bitte vor die Tür kommen. Du bist ja ein Fan von diesen Challenges, ne? Ja. Kennst du die hier? Natürlich. Du kriegst eine schöne Aufgabe von mir. Letztes Mal hast du den Holzi so in die Scheiße da reingeritten, Junge. Dem war das so unangenehm. Musst du ja den hier zeigen, den Kruse. Ne? Ja. Weißt du, gegen wen wir heute spielen, ne? Bekannter Mann. Hans Sapai, sein Name. Mhm. Hier ist vor dem Spiel zu dir. Achso. Ganz gut spielen. Bitch, mach's so. Krieg ich hin. Ich will, oh, guter Mann. Ja, Jungs, okay, hört kurz zu, dauert nicht lang. Vorletztes Spiel ist unsere allerletzte Minimalchance, die wir noch haben. Ob das so ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da muss ganz, ganz viel zusammenlaufen. Ich hatte auch eben schon, oder die ganze Woche über, bei den Holzi gesprochen bezüglich nächster Saison. Da waren wir alle drei einer Meinung. Es werden ja, glaube ich, nur maximal 4 übernommen. Und aktuell sieht es so aus, dass wir aber nur 2 mit in die nächste Saison nehmen, den Rest werfen wir neu. Stand jetzt. Warum? Weil man einfach gemerkt hat, das sind ja auch so Sachen, Wüste. Das ist ja wirklich so, Jute. Klar, wir haben Spaß und so, aber am Ende werden wir auf der Platz genommen. Einmal 7-0, einmal 4-0, das ist ja die Wahrheit. Das macht ja, also mir macht das keinen Bock und ich glaube, euch selbst macht das auch keinen Bock. Wir haben einen Defensivspieler, der aktuell auf der Bank ist, das ist Tom Wüstenberg und ihr wisst, Alter, das ist ja so, Alter. Der ist nach 2 Minuten, ist der K.O. Das ist so. Wenn der einmal einen Sprint nach vorne macht und zurück ist Schluss. It's not much, but it's honest work. Du bist ein Ehrenmann. Ja? Okay, Jungs, komm. Go, go, go! Ich will mich hier in die Scheiße rein, Alter. Der sagt nicht, der meint alle Spieler Scheiße. Spaß. Aber ich hoffe, er weiß, wenn er mich nicht nimmt, dass andere Schlüsselbein gebrochen werden. Ne? Du warst, du bist, den wir als erstes doch nehmen. Klar, natürlich. Ne? Natürlich. Hier sind beide Schlüsselbeine gebrochen. Ja. Dann ist er ganz ausgeglichen. Ja, ja, der ist auf jeden Fall der Erste, der weg ist. Hans, schön, gutes Spiel. Ey, Spidey muss das auflösen gleich, ne? Ich höre, der hasst mich sonst. Der guckt so. Das war nur Spaß hier von unserem Spieler. Der muss so eine kleine Challenge machen. Wer? Unser Spieler. Hast du schon vergessen? Ja, moin! Vielleicht ist das auch einfach der Unterschied. Die machen vor Spielen noch einen schönen Kreis, besprechen sich. Junge, ich weiß nicht, ob unsere Spieler sind. Heute gehen wir rein, versuchen auf jeden Fall ein Tor zu machen. Ey, gib dem Hans einfach Panna. Wir müssen echt mal jetzt einen müssen wir mal machen. Wir stehen eine Stunde schon da im Block und haben 0 Tore von uns gesehen. Heute muss ein Tor, ja? Wir sind ein! Wir sind ein Team! Viel Erfolg! Tut euch selber den Gefallen, dass wir uns hier nicht blamieren. Männer, verlieren kann man. Wirklich, gibt nichts gegen verlieren. Natürlich gewinnen wir alle lieber, aber mit erhobenem Hauptes, dass wir uns hier nicht in den letzten 4 Spielen so verabschiedet haben, als wenn wir hier irgendeine Gurkentruppe wären, die sich so viel Respekt erkämpft hat. Und die Betonung liegt auf erkämpft. Wir haben uns den Respekt erkämpft, nicht erspielt, erkämpft. Und das muss heute die Marschroute sein. Wir müssen heute einfach Spandau bekämpfen. Mit Krieg. Krieg ist unser Spiel. Okay, komm. Komm, Männer, komm. Wir sind ein Krieg! Letzte Prediction. 6-0. Ich sag nicht für wen. Yes. Andrabe! Ja, erster Weitergang. Ja! Oh. Oh. Sauber das Ding! Aber Anfall! Das ist ja erledigt. Für wen 6-0, ne?
gar nichts. Ja! Stella, der Goat! Pascal, dein Ding! Ja! Topstürmer mal kurz aus dem Spiel. Ey, geiles Spiel, geisteskrankes Spiel. Das wollen wir sehen. Genau so. Der Mann hält zwei Penalties. Das kann keiner zählen. Zusammen. Ich stieg gleich. Zwei Minuten. Männer, gut so. Das ist das, was ich meine. Diese Gier, dieses abgepackte, dass die Leute wirklich Hass auf uns bekommen, die gegen uns spielen müssen, weil jeder Zweikampf tut einfach weh. Nein, wichtig ist, Jute, nicht nur in den Mann immer reingehen. Versuch das Tempo früher mit aufzunehmen, zu erkennen, wo geht der Junge hin, links oder rechts. Wir sind in Überzahl, lass einfach die scheiß Pille laufen. Ey, du reicht bist eine geile Sau. Reicht zwei Minuten noch? Du bist eine geile Sau. Nein. Oder lieber zwei Tore anstatt zwei Minuten, weißt aber du? Aber eben, als er gepfiffen hat bei mir, ne? Ich dachte so, scheiße. Ich wollte Erstmal hat er mich zweimal runter. Ich habe gesagt, ja, ne, ist ja nur Emotion weiter. Ja, ist okay. Seitdem, der schmeißt mich nicht runter. Aber gut. Oh, okay. Sie müssen sauber bleiben. Schade, Max, schade!
Eins gegen eins, macht euch ready. Eins gegen eins. Nein! Fair play! Wichtig, so wichtig. Aber krankes Spiel. Wirklich. Eines der geilsten Spiele hier in der Baller. Hey Männer, wirklich, es gibt eine Sache, ne, die dürft ihr nicht sein. Seid heute nicht abgefuckt, weil das war ein Riesenspiel, wirklich. Das ist Potato-Fußball. So, das ist unser Spektakel-Fußball. Mal gewinnen wir, mal spielen wir unentschieden, mal verlieren wir knapp. Aber mit diesem Spiel habt ihr die letzten zwei Spiele den Leuten gezeigt. Das waren zwei dumme Ausrutscher von uns. Heute haben wir gegen eine gute Mannschaft gespielt, die meines Erachtens nach näher an der Liga-Lage dran waren wie wir. Es war ein Riesenspiel, Jungs, Glückwunsch. Nächste Woche verabschieden wir uns hier anständig und dann geht's nächste Saison weiter. Nach diesem Unentschieden und unserem, naja, eigentlich Ausscheiden aus den Top 4, brauchen wir wieder was zu lachen, ne, Marvin? Deswegen bin ich wieder da. Gut. Ich glaube, du hast ein bisschen Lust jetzt auf so ein paar Frauen, ne? Schöne Frau. Ein paar Sekunden später. Ich muss Selfie machen. Embarrassing! Hast du dir einfacher vorgestellt? Nein, das ist die beste Freundin von meiner Ex und das ist das Problem. What? Was? Wen haben wir uns hier geholt, Alter? Was bist du für einer? Hier, ich habe einen Safe Call. Soll ich dir einfach unterbrechen? Celina, ich brauche dich. Wir müssen ein Selfie machen. Warum? Wir müssen ein Selfie machen. Warum? Wir müssen ein Selfie machen. Für wen? Für uns. Warum? Meine Mama. Ich habe ihr von dir erzählt. Das ist für YouTube. Glückwunsch. Ja, aber nicht für mich. Für die, Potatoes. Aber ich muss auch sagen, Celina war einfach, weil sie ist wirklich eine Freundin von meiner Ex. Was, Bruder? Sorry, Alicia, ich wollte euch nicht unterbrechen. Kein Problem. Können wir kurz ein Selfie machen? Ja. Oder du musst das machen, ich kann das nicht. Another one. Dankeschön, du hast mir geholfen. Okay, zwei von drei, easy. 10 Sekunden Handshake. Das waren keine 10. Das waren keine 10 Sekunden. Das waren keine 10 Sekunden. Wenn wir das zusammenrechnen mit den anderen, dann siehst du aber über. Was soll ich machen? Die ziehen alle die Hand weg. Ich kann nicht mehr machen, als die Hand festhalten. Das wollte ich schön. Anna, wir müssen ein Selfie kurz machen. Okay. Oder vielleicht auch zwei oder auch drei. Ja. Und du musst einmal eins machen. Okay. Von deinem Handy, von deiner Hand. Ich muss links stehen. Links zu meiner Schokoladenseite. Ha. Dankeschön. Mit der habe ich ein Selfie, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir ein schönes Pärchen wären. Sie wollten uns küssen, aber haben wir es noch nicht gemacht. Du hast es geschafft. Schalt jetzt noch hier deine Hand. 10 Sekunden, Alter. Sau geschafft, Alter. Ganz ehrlich, okay. Kein Bock mehr, ey. Ich habe es bei allen probiert. Ich bin kläglich gescheitert. Okay, das war's. War das 10 Sekunden? Ich glaube, das waren nicht mal 10 Sekunden. Oder das waren 20, glaube ich. Jetzt gucken wir noch, ob Leo den Extrapunkt holt. Weil wenn er nicht holt, dann war es das wirklich komplett. Haut rein, Leute. Nächste Woche, letzter Spieltag. Peace out. Hi, schön. Können wir einmal ein Foto machen? Ja, gerne, okay. Ja.